Autonomes Fahren. Ein Auto, das selbstständig fährt. Wie wird der Verkehr in einigen Jahren aussehen? Wann erleben wir es auf der Straße und wie wird es funktionieren? Wir zeigen und erklären es Ihnen im Film. Die BMW Group führt autonomes Fahren über 5 verschiedene Level in ihre Fahrzeuge ein. Mit jedem höheren Level verschiebt sich die Verantwortung für das Fahren weg von der Person am Steuer hin zum Fahrzeug. Level 1 hat schon vor einigen Jahren begonnen. Assistenzsysteme unterstützen den Fahrer. Zum Beispiel mit der Active Cruise Control mit Stop-and-Go-Funktion, mit der Abstandswarnung zum Vordermann oder mit der Warnung vor Fußgängern. BMW kombiniert diese und andere zukunftsweisende Innovationen unter dem Namen BMW Personal Copilot. Mit der aktuellen BMW 7er und 5er Serie oder zum Beispiel dem X3 ist Level 2 erreicht. Dabei wird der Fahrer durch Assistenzsysteme unterstützt und kann die Hände für kurze Zeit vom Lenkrad nehmen. Im Jahr 2021 planen wir, Level 3 zu erleben. Der Fahrer kann zeitweise seine Aufmerksamkeit komplett vom Fahren abwenden, muss aber stets bereit sein, kurzfristig einzugreifen. Bis 2021 sollte die erste Pilotflotte auf der Straße eingeführt sein, die vollautonom fährt, jedoch nicht käuflich erwerblich ist. Damit wäre Level 4 erreicht. Dann könnten die Fahrer sogar schlafen. Sie müssen aber grundsätzlich fahrfähig sein, um gegebenenfalls für bestimmte Fahrtstrecken die Steuerung zu übernehmen. In Level 5 der Entwicklung zwischen 2025 und 2030 werden die Autos autonom fahren. Der Fahrer wird zum Passagier und muss nicht einmal fahren können, da das Auto die volle Verantwortung für das Fahren übernimmt. Und wie funktioniert das nun technisch bei BMW? Das teilautonome Fahren in Level 2 bedeutet, Stereokameras und Radarsensoren überwachen die unmittelbare Umgebung. Level 3, das hochautomatisierte Fahren, verlangt sehr fortschrittliche Sensoren wie Laserscanner, Videokameras, Radarsysteme sowie Gebietskarten von HERE, die zusammen ein 360-Grad-Modell der Fahrzeugumgebung erstellen. Dies macht die Berechnung komplexerer Fahrmanöver möglich. Im Jahr 2021 könnte der tägliche Berufsverkehr so aussehen. In Level 4 für das vollautomatisierte Fahren im Jahr 2021 liefern Sensoren und Kameras weitaus präzisere Daten. Die Echtzeitdaten aus verbesserten Karten von HERE werden in die Berechnungsprozesse für Fahrmanöver herangezogen. Level 5, das autonome Fahren, wird zwischen 2025 und 2030 in Städten eingeführt. Für die BMW Group hat die Vision des autonomen Fahrens schon lange begonnen.